Ja, nach einer wie immer, wenn ich zum ersten Mal wieder draußen schlafe, schlechten Nacht. Die erste Nacht schlafe ich immer irgendwie schlecht, ich weiß nicht warum. Dann sitzt, weiß ich nicht, 5:30 glaube ich oder so. Ist noch ganz schön schattig. Ja, Zelt ist okay, aber begeistert bin ich nicht. Ah, ist ja kalt. Naja, erstmal Frühstück. Gib Dosenbrot. 7.20 Uhr bin ich losgekommen. Eigentlich viel zu früh für das Stück, was ich heute vorhab. Naja. Ja, geplant ist heute als Ziel der Affolderner See oder Affoldern. Also der schließt direkt an den Edersee an. Und je nachdem, wie ich fahre, sind es irgendwas auch wieder zwischen 60 und 80 Kilometer. Also sollte bequem zu schaffen sein. So macht Radfahren Spaß. Ist zwar windig heute, aber Gegenwind, ja, ich sag gerade Gegenwind hält sich in Grenzen und da habe ich ihn. Ups. Ja, nach so ziemlich genau 15 Kilometern kommt hier so ein Aussichtsturm. Hab nur keine Ahnung, worauf man Aussicht hat. Schauen wir mal. Aha. Rennerthäuser Aue, artenreiche Feuchtwiesenlandschaft und kulturhistorisches Erbe. Ich mache mal ein Foto davon. Ich würde sagen, dann gehe ich mal auf den Turm. An sich ein schöner Rastplatz hier, aber recht windig heute. Gucken wir mal, was es zu sehen gibt. Aber sieht schon klasse aus, der Turm. Ich frage mich nur bei so einem naturbelassenen Holz, wie lange dauert das, die passenden Bretter zusammenzusuchen. Ja, dann schauen wir mal nach der Aussicht. Die Frage ist, ob man dafür wirklich den Turm hier gebraucht hätte. Weil zum einen so hoch ist er nicht und zum anderen würde ich sagen, man fährt die ganze Zeit hier durch die Landschaft und sieht das auch so ganz gut. Aber ich habe ja auch die Zeit.
gestern bin ich auch einiges am Rothaarsteig gefahren. Und jetzt sind wir hier am Kellerwaldsteig. Ja, hier hat die Eder schon ganz schön an Breite zugenommen. Aber ich denke mal, es dürfte auch nicht mehr allzu weit sein bis zum Edersee. Irgendwie fahre ich schon gefühlt eine halbe Ewigkeit an der Bahn entlang, habe aber noch nicht einen Zug gesehen. So, ich weiß nicht, ob ihr es durch die Bäume sehen könnt. Bin am Edersee. So, da kann ich mir heute hier richtig Zeit lassen, weil am Ende vom Edersee kommt der Arfolderner See und da will ich heute Nacht schlafen. Ist also nicht mehr so weit. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Burg Windeck sein. Und da geht's weiter. Ja, da drüben auf der anderen Seite oder am Ende kann man schon die Staumauer sehen. Ja, dann müsste ich ja den Edersee schon quasi hinter mir haben. Mal ein bisschen Sonne tanken. Weil allzu warm ist es nicht. Also da, wo keine Sonne hinkommt, ganz schön schattig. Ja, hier links die Schienen, da kannst du dir eine Draisine mieten, dann mit der Draisine weiterfahren, aber bringt mir nichts, muss ich auch treten, aber so schlimm ist gar nicht, das meiste habe ich auch schon hinter mir, sogar auch schon das meiste vom ganzen Weg, aber wieder Schatten. Und es ist ganz schön kalt im Schatten. Ja, da drüben ist das sogenannte tolle Haus. Da steht alles Kopf. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da mein Fahrrad lassen soll. Diesmal steht mein Zelt direkt an der Eder. Da ist die Eder und da mein Zelt. Campingplatz Arfoldener See, mein Gott. Aber natürlich Mücken. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt koche ich mir erstmal einen Kaffee. Ja, Fazit des Tages, heute wieder aus dem Bett. Also wer den Ederradweg plant zu fahren, sollte bei der Etappenplanung immer daran denken, die eine oder andere Überraschung in Form von Höhenmetern hält der Weg für euch bereit. Eigentlich alles machbar, aber wenn du meinst, es geht nur schnurstracks flach geradeaus, 20, 30 Kilometer schön rollen lassen und dann kommen wir ein paar Überraschungen. Ja, sonst hat Spaß gemacht heute wieder. Morgen werde ich erst um 9 Uhr hier wegkommen. Da vorne an der Anmeldung war ziemlich was los heute. Zahlen muss ich noch. Aber das mache ich morgen früh. Ich habe morgen auch hier 40, 45 Kilometer. Also Zeit genug. Ja, dann sage ich mal.